Heute haben wir spielerisch auch viele Lösungen gefunden und waren läuferisch wieder da. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Insofern war das ein super verdienter Sieg und eine tolle Mannschaftsleistung heute. Wenn man das mal einordnen kann, wie stark ist die SV Elversberg oder wie schwach ist Zwickau? Finden Sie da, dass das ein Abstiegskandidat muss man so bespielen oder kann das auch in eine andere Richtung gehen? Das weiß ich nicht. Es ist noch sehr früh in der Saison, da über irgendwelche Tendenzen zu sprechen, halte ich für verfrüht. Klar war Zwickau heute auch ersatzgeschwächt, muss man ganz klar sagen. Wir hatten auch noch den einen oder anderen Ausfall, wo ich sage, die sind auch bei uns schwerwiegend, aber trotzdem haben wir genügend Qualität heute auf den Platz gebracht. Und das hatte Zwickau eben nicht entgegenzusetzen, muss man ganz klar sagen. Und da waren wir eben früh mit einer Führung dann unterwegs. Und dann lässt die Moral beim Gegner ein bisschen nach. Und wenn sie dann wirklich viel hinterherlaufen müssen und wir kriegen eine Chance nach der anderen, dann geht die Moral des Gegners eben auch ein bisschen bergab.